Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Sniper Elite 3, hier mit Daniel von den Chaos Ossis LP. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Die letzte Folge haben wir hier gehörig unsere Alliierten hier unterstützt, haben gewaltig viel Scheiße gebaut, viel zerstört, viel erschossen. Wer es verpasst hat, einfach mal reingucken. Letzte Folge lohnt sich auf alle Fälle. Schön, dass ihr auf alle Fälle wieder da seid, an alle Altgebackenen, die das Spiel schon kennen. Ihr wisst, bei mir wird das definitiv chaotisch und ein riesengroßer Spaß. Für alle, die neu mit dabei sind, schaut einfach mal in unsere neuen, beziehungsweise in unsere alten Folgen rein. Es lohnt sich. Definitiv, ohne es jetzt zu übertreiben, es ist ein tolles Projekt. Und da geht's schon los. Wollte schon sagen, geht tot. So. Viel Chaos, viel Stress. So gut, Stress nicht. Ja, Spaß. Nur mal Spaß. Genau. Spaß ist eine schöne Formulierung. Ah, schön, die Sniper-Domen sind tot. Gut, dass ich die ausgeschalten habe. Jetzt hier auf dem Rückweg ist es sehr angenehm, das so zu lösen. Und ich glaube, ich werde auch wieder versuchen, durch die Hallen durchzugehen. Da war nämlich ein Panzerschreck. Dann kann ich das nämlich gleich dort verwenden und die Fahrzeuge zerstören. Glaube ich, eine ganz gute Idee. Ich sehe absolut nichts. Ist gut so. So. Leichnam gefunden. Schön für dich. So. Gucken, was er da noch rumkreucht und fleucht. Nichts weiter. Doch, da, Tatsache. So eine arme Sau, ey. Von hinten kaputt gemacht, ey, das wird mir so auf den Sack gehen. Jetzt haben wir dich! Alter! Ich habe... Wie zum Teufel hat er mich gesehen? Ist das jetzt ein fucking Ernst? Dass das jetzt hier kein Safe Point oben war? Boah. Alter, Spielstand, du regst mich manchmal hier auf. Muss ich jetzt hier den ganzen Rund echt nochmal machen? Tatsache. Alter. Weil es so schön war, wiederholen wir doch einfach mal die Aktion der letzten Folge. Schön. Und lass mich raten, ich habe natürlich... Doch, ich habe noch alles vorhanden. Sehr gut. Ey, das gibt's doch nicht. Also... Die, die jetzt noch eingeschaltet haben und die letzte Folge im Spaß mitgesehen haben, bitteschön. Das war die Tätigkeit der letzten Folge gewesen. Viel Schießen, viel Blabla und natürlich auch viel, viel Blut. Oh. Das gibt's doch nicht, Alter. Ich könnte fluchen. Warum hat er das jetzt nicht als Speicherstand erkannt, dass ihr da durch bin? Warum hat er da kein Save-Point gesetzt? Verstehe ich nicht.
Naja, kann man nicht ändern. Positives, dadurch steige ich natürlich ein Level weiter auf, dadurch, dass ich mehr XP mache. Muss man auch mal dazu sagen. Oh, da ist gerade noch einer runtergefallen. Geht durchs Mark und Bein hier. Ah, da haben sich gerade die Eier um 90 Grad gedreht. Der tut mir leid. Scheiß Panzerfäuste. Wo haben wir noch eine? Da. Zack. Nicht, dass du auf die Idee kommst, hier Scheiße zu bauen, mein Bruder. Einer. Aha. Ich meine, schön, dass die da stehen und die schießen, weil wir auch recht sein. Er wird eine Weile nicht mehr sitzen können. So, alles klar. So, jetzt aber speichern. Nein. Ah, ich könnte kotzen. Oh. Ich habe auf Laden geklickt, richtig? Ich bin dumm. Leute, dann machen wir jetzt mal eine kurze Folge. Ich muss mich da erstmal durchkämpfen, damit ich hier wieder auf den Stand der Dinge komme. Alter, ich könnte kotzen. Ich könnte so kotzen. Aber das passiert, wenn Flüchtigkeitsfehler sind. Bis zum nächsten Mal. Ich mache einen Schluss an der Stelle. Ich habe gerade irgendwie einen Hals. Verständlicherweise. Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Schaltet wieder ein, wenn es nächstes Mal heißt hier. Der Sniper Elite 3 mit mir, den Daniel von den Chaos aus SRP. Ich habe ja gerade erfolgreich demonstriert, wie scheiße chaotisch das bei uns sein kann. Es geht weiter, wenn ich dann mit dieser Scharfschützen-Angelegenheit hier privat durch bin. Bis dann. Tschüss.